Ja, wir wollen klare und stabile Verhältnisse. Darauf kommt es jetzt an. Herr Kemmerich muss jetzt zurücktreten und das nicht nur ankündigen. Wenn er das nicht tut, dann werden wir ihn mit einem konstruktiven Misstrauensvotum konfrontieren. Und der nächste Schritt muss dann sein, entweder es gibt innerhalb der Union genügend Abgeordnete, die eine rot-rot-grüne Regierung offen, verlässlich, dauerhaft unterstützen, oder die Konsequenz müssen Neuwahlen sein. Normal sollte es eine ausreichende Anzahl von Unionsabgeordneten geben, die eine solche Regierung offen, verlässlich und dauerhaft unterstützen wollen. Dann ist es möglich aus unserer Sicht. Wenn nicht, müssen Neuwahlen die Konsequenz sein. Ich sage Ihnen ganz klar, ich sehe die Union total gespalten. Ich sehe einen Vorsitzenden aus Thüringen, der weggetaucht ist und sich nicht äußert und seinen Laden nicht zusammen hat. Ich sehe aber auch, dass es Unionsabgeordnete gibt und Menschen innerhalb der CDU in Thüringen, die schockiert sind über das, was in den letzten Stunden, 24 Stunden hier passiert ist. Wenn es eine ausreichende Anzahl von Unionsabgeordneten gibt, dann kann man das machen. Ich finde das, was die CDU macht, sowieso in Thüringen politisch verantwortungslos in besonderer Weise. Ich bin sehr froh, dass die Bundes-CDU hier klar und eindeutig steht, auch die Bundeskanzlerin hier klar und eindeutig steht. Und ich kann nur hoffen, dass die CDU Thüringen sich besinnt oder jedenfalls, dass diejenigen Teile der CDU, die Verantwortung für dieses Land ernsthaft tragen wollen, sich besinnen. Herr Lindner hat gestern rumgeeiert und heute dann hat er seinen Parteikollegen hier in Thüringen versucht, zur Raison zu rufen. Der ist aber immer noch nicht zurückgetreten, sondern hat das nur angekündigt. Wir werden sehen, was das für Folgen hat. Und ich finde, dass Christian Lindner jetzt sehr eindeutig sagen muss, ob er wirklich eine klare Abgrenzung nach rechts hat, ob er wirklich eine klare Abgrenzung in Richtung AfD hat. Das Rumgeeier von gestern jedenfalls darf so nicht weitergehen, wenn er sich dem demokratischen Spektrum zuordnet. Viele in der FDP haben sich gestern ja sehr, sehr eindeutig dazu geäußert, worüber ich sehr froh bin. Dazu gehört nicht Wolfgang Kubicki, aber andere, wie beispielsweise Herr Verhofstadt, der sich aus Brüssel gemeldet hat, oder eben auch andere Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern, aus der Bundestagsfraktion. Ich glaube, dass die Demokratie in unserem Land erschüttert ist durch das, was gestern in Thüringen passiert ist. Das ist ein Dammbruch gewesen, das war auch kein Unfall. Und deswegen ist es an den Demokratinnen und Demokraten jetzt, dafür zu sorgen, aus diesem Dilemma wieder herauszukommen, und an all denjenigen, die bereit sind zu helfen, das auch tatsächlich zu tun. Und da sage ich nochmal an die Adresse der CDU in Thüringen, die müssen sich jetzt entscheiden, auf welcher Seite sie stehen.